Ja, Leute, jetzt geht's los. Die Vorrunde, letzte Vorrunde in der Galaliga gegen unseren Rivalen Hopp beginnt nun jetzt. Ich musste gerade an den Beginn unserer Reise in Furlongheim zurückdenken. Dillion hatte uns beiden gerade ein Pokémon geschenkt. Damals hatte ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Diesen Schwur habe ich mir hiermit eingelöst und jetzt schnappe ich mir den Sieg. Nicht, dass ich erst erstes ihn hole, Hopp, aber gib mir dein Bestes. Hoffentlich enttäuscht du mich nicht. Die Musik ist auch jetzt diesmal anders. Ah, der hat dasselbe Klatsche auf seine Backe wie sein Bruder Dillion. Kein Wunder, Zwillingsbruder. Aber nur ein bisschen jünger. So, er startet jetzt nun mit seinem ersten Pokémon. Unser Kampf wird bei mir im Garten. Ist kein Vergleich zu dem Match im Stadion. Ich blühe förmlich. Mit Wurlock, mit Level 38. Wir starten jetzt nun mit Galagladi. Ich glaube, Diebeskurs wird wahrscheinlich etwas schwächen oder mehr. Nein, es schwächt ein bisschen. Ich finde, Diebeskurs ist auch sehr stark. Weil es immer dann auch natürlich die KPs wieder auffüllt. Für unser Galagladi. Die Musik ist schon ziemlich geil im Hintergrund. Das muss ich schon jetzt lassen. Oh, ein Volltreffer. Ein Volltreffer. Jetzt geht's erst richtig los. Und jetzt geht's mit mir erst richtig los. Ich setze jetzt Psychoklinge auf dein Zwolok. Mal sehen, ob du das hier überlebt. Bäm! Friss Psychoklingen. So, geschafft. Nun, ich glaube, jetzt kommt ein nächstes Pokémon, Gramor. Da tun wir jetzt wechseln auf Kamalm. Vielleicht Kamalm könnte uns helfen. Mal sehen. Es ist ein spannender Kampf, aber ich glaube, die Vorrunde ist immer die einfachste Runde und dann später die finalen Runden werden jetzt noch etwas schwieriger. Kramor. Und so wie es aussieht, haben die wirklich die Top 4 jetzt nur mit die Vorrunden und die Finalrunde ersetzt. Anstatt die Top 4. Ich glaube, es kommen noch zwei Trainer dann erst in der Finalrunde und dann kommt der Champ-Kampf gegen Dillion. Mal sehen, ob wir das dann durchmachen werden. So, Felsgrab. Ah, der hat sie noch überlebt. Nochmal Felsgrab. Ich weiß, es ist nicht sehr effektiv, aber es ist natürlich dann ein Flug. Genauso wie das Panzer Eron. Kamalm ist Level 55, Libero Level 57 und Butzke Level 55 hochgestiegen. Relaxo, da weiß ich schon eine Schwäche. Toxiquark oder Liberlo kann ich einsetzen. Ich werde Liberlo einsetzen. Denn ich weiß, Doppelkick macht ja nicht so viel Schaden, ich weiß es, aber ich hoffe, dass es nicht Erdbeben in Toast hat, weil sonst hätte dann Liberlo überhaupt gar keine Chance. Ich möchte Liberlo natürlich für den ultimativen Kampf gegen den Starter einsetzen, aber Liberlo wird jetzt für einmal jetzt noch einmal eingesetzt gegen Relaxo, da es Doppelkick hat und das ist effektiv. Gegen den Normaltyp. Zack. Sogar die Hälfte hat es abgezogen. Ich wusste, dass du effektive Treffer aus bist. Na klar. Ich bin halt so ein Typ, der gerne auf effektive... Ja, genau, Pferdestärke. Aber es hat überlebt. Wie findest du das? Ich habe einiges aus den Aliens-Kämpfen gelernt. Ja. Du hast sehr vieles über deinen Bruder gelernt. Du hast dich jetzt echt was aus dem Kasten. Aber leider bist du nicht stark genug. Da ich ein bisschen überlegen bin. Haus auch überlegen bin. Für Hopp. Toxic Quark hat schon einen höheren Angriffswert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so hoch ist. Meine Güte. Britziegel. Na, da werde ich jetzt Kamalm einsetzen, denn es hat Pferdestärke, denn es ist Elektro- und Wassertyp. Da ist natürlich Pferdestärke gefragt. Denn es ist ein Bodenattacke und Bodenattacken sind sehr effektiv gegen Elektro-Pokémon.
So, Pferdestärke. Mal sehen, wie viel Schaden das macht. Ich glaube, sicherlich ein Instant-Kill. Als ob. Ist sogar auch super, wenn eine... Ich glaube, Britziegel nimmt es nicht übel, aber ich finde Britziegel als einer der unbeliebtesten Pokémon in der Galar-Region. Nimmt es mich nicht übel, aber das ist mein meistgehasstes Pokémon, wirklich. Vom Design her ist es nur so. Also es hat keine Weiterentwicklung oder sonst was. Ich und der Einklemme, nix da. So ein Sieg mit dem Rücken in zur Wenzel zählt nur eines. Der Sieg. Oh, Drom. Wieder mal einen dreifachen Super Saiyajin. Jetzt da raus. Jetzt gehen wir mal mit Dynamax. Das wird ein bisschen mehr epischer. Ich wette, der setzt auch seine Dynamax-Form ein. Haben wir schon lange Zeit nicht, haben wir noch nie die Dynamax-Form von seinem Starter gesehen. Oh. Mal sehen. Lass all die Pokémon raus, die in diesem Wunsch stecken. Zeit für Dynamax! Oh, wie der wirft! wie der chaotisch wirft! Nicht so ungut, aber der hat schon chaotisch geworfen. Boah, Alter! Aber es sieht noch dasselbe aus, aber nur riesengroß. Mit einem Riesentrommel. Deiner Brand und ich glaube, das wird jetzt sicherlich in Einzelnen killen, oder? Als ob. Tja. Scheint wohl, wir haben jetzt gewonnen, Leute. Ohne ein einziges Pokémon zu verlieren. Krass. Tja, die zweite Vorrunde ist jetzt vorbei. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich zum finalen Turnier. Wo die besten Trainer sind und der Champ natürlich selbst, Dillian. Vielen Dank, Brad. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Ja, du warst ein guter, würdiger Gegner, das muss ich schon sagen, aber das ist aus. Damit ist das Vorrundenturnier beendet. Alle Trainer, die in der Arena-Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Nur um der Allerbeste unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen. Und dieser Trainer ist Red. Ich weiß, Daniel meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Du hingegen, ist dir eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten? Red, mein Glückwunsch an dich, Galagladia und dein ganzes Team. Vielen, vielen Dank für den Lob, mein lieber Hopp. Mal sehen, was wir jetzt uns als nächstes erwartet. Natürlich wartet uns Dillian wieder mal vor uns. Red. Was für ein bewegender Kampf. Mir sind glatt die Tränen gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie mir geschieht. Seht euch nur an. Seid aus demselben Dorf ausgebrochen. Ihr habt fantastische Teams zusammengestellt und mit allen gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war ja in jeder Attacke zu spüren. In dieser Kampf hat mir einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena-Challenge zu schreiben, muss man echt dämlich fühlen. Allerdings vor allem, wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruderherz. Du sagst es, Hopp. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ-Match sein wird. Aber meine Pokémon und ich werden ihm oder mit ihr, mit allem, was wir haben, in die Stirn bieten. Ich sage es ganz offen heraus. Ich wünsche mir den ganzen Herzen, dass du mein Gegner sein wirst, Red. Ganz genau, Red. Jetzt geht es erst richtig los. Ich bin mir total alle. Ich gehe mal erstmal nach was im Hotel zu entspannen. Dafür sollst du aber noch Energie tanken, Hopp. Kommt, lass uns etwas was essen gehen. Können wir gern machen. Aber wehe, du willst wieder irgendeinen x-beliebigen Schuppen. Ich will das Ordentliches zu essen. Ja.
Da sind wir schon wieder jetzt im Hotel. Red, Challenger Red, einen Augenblick bitte. Oh, ich kriege jetzt ein Interview. Bin ich jetzt in RTL oder ORF? Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung? Klar. Wie jeder weiß, hat Dylan, der Champ der Galar-Region, dir und Hop eine Empfehlung. Für die Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hop, den man gut und gerne als deinen Rivalen bezeichnen kann? Ja, ich freue mich riesig darüber, dass ich gewonnen habe. Oder das war nicht das Glück, kann man sagen, oder sowas. Nee, ich will nicht so böse sein. Verstehe, du hast etwas, was du Hop gerne sagen möchtest? Er wird immer mein Rivale sein, kein Problem. Er war ein starker Gegner, aber naja, er wird immer mein Rivale sein. Ah, ich verstehe, du siehst ihn also als deinen Rivalen. Ganz unter uns, denkst du, du hast eine Chance für den Titel zu gewinnen? Da fragen sie noch? Da fragen sie jetzt noch mich? Ich weiß es nicht. Jetzt reicht's aber langsam. Was sollen diese ganzen unverschämten Fragen? Red ist total groggy. Außerdem sind wir mit einem Bruder Dillian verabredet, also lassen sie uns bitte in Ruhe. Aber natürlich, kein Problem. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. Mann. Puh, als Promi hat man's echt nicht leicht, was? Wo bleibt mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordshunger. Einige Stunden später. Wo steckt der Liam bloß? So spät ist er sonst nie. Er hat mich doch nie verhängen lassen und hält sich immer an jedes Versprechen. Der Champ ist ja auch noch nur geworden, weil es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu seiner Verabredung zu kommen, sollte dagegen noch ein Kinderspiel sein. Musst du hier so einen Lärm machen, Alter? Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken wollen, da wäre sie nützlicher gewesen. Ha, erzähl mir was Neues. Ich mach mich wirklich Sorgen um Dillian, klar? Außerdem muss ich mir denn jemanden wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll ich dich in dem Outfit jemand so ernst nehmen? Wow, wenn du immer aufs Äußerste achtest, wunderst du mich nicht, dass du mir gegen mich verloren hast. Und was den Champ angeht, der ist zum Rose Tower gegangen. Wieso das denn? Keine Ahnung warum, ich habe ihn nur zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Ich sollte euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil es irgendetwas im Rose Tower erledigen muss. Im Rose Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, Ness, könntest du uns vielleicht den Weg zu Rose Tower zeigen? Red und ich haben ja leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Du bist genau wie dein Bruder. Reicht man euch den kleinen Finger, wollt ihr gleich in die ganze Hand. Aber ich sage, ich will euch nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch noch an der Start des Finalturniers verzögert. Außerdem seid ihr mir total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommle ich eure zur Verstärkung gleich mal Team Yell zusammen. Ja, der will wirklich jetzt Team Yell reinpacken. Stattdessen schatten wir den Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Du bist der Größte, Ness. Vielen Dank. Jetzt wird viel angeklotzt und zwar so richtig. Ja, reingeklotzt wird es erst im nächsten Part im Rose Tower, also schalte das nächste Mal wieder ein. Da habe ich mich nach oben mit dir noch freuen und ich hoffe, dass dieser Turnier richtig gefallen hat. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Part. Dann geht's dann zum Rose Tower. Bis dann und ciao, euer Red Pocketendo.